Willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2! Ja, Freunde, es ist endlich soweit. Wir werden zu Twilight Town zurückkehren. Wir haben ja bereits jetzt alle Welten abgeklappert und konnten keine Verbindung zu der Welt von der Organisation 13 finden. Das bedeutet, dass wir uns in Twilight Town mit Sora nochmal richtig umschauen müssen. Vor allen Dingen sind ja auch ganz oft welche von Organisation aus nichts aufgetaucht. Man erinnere sich an Axel, wie Kairi entführt hat. Oder auch Xemnas oder Sykes, einer von beiden war es einmal, auf dem Turnierplatz. Wir sind ja plötzlich da aufgetaucht. Also muss ja irgendwie hier die Verbindung zur Welt der Organisation sein. Deswegen, los geht's. Das letzte Gummijet-Level. Finale, Freunde. Das letzte Gummijet-Level ist nochmal richtig schwer. Da gibt es, glaube ich, auch einen Endboss. Den einzigen Endboss ever in einem Gummijet-Level überhaupt. Nämlich den Final Hunter. So heißt der. Ah, wir haben nur Hyrule Level 8, ne? Ja, es muss reichen! Ich werde nichts dazu bauen. Es muss reichen! Gebt mir eure Kraft, eure Energie und dann werden wir es schaffen. Übrigens, ich habe ein bisschen offscreen gelevelt. Wir sind jetzt Level 48 und somit nicht mehr underlevelt. Jetzt sind wir gut dabei. Und sollten eigentlich kein Problem haben fürs Finale. Wir müssen ohnehin sowieso nochmal in die Welten zurückkehren. Denn ich habe mal geguckt, es fehlen tatsächlich in manchen Welten Schätze. Ich habe nicht alles gefunden. Das ist krass. Da werde ich wieder einen Bonuspart machen und euch alles zeigen, was wir verpasst haben. Der Bonuspart bei Kingdom Hearts 1 kam ja sehr gut an bei euch. Aber ich denke nicht, dass der genauso episch wird. Nicht ansatzweise. Das war schon eine Nummer für sich. Haben wir auch die Trio-Tests und so. Gab es viel mehr zum Suchen. Das war schon echt lustig. Gummi-Luftkampf-Tipps. Punktzahl. Unnötig. brauchen wir nicht. Punkte sind mir auch egal. Wow, was ist das denn hier? So wie bei Star Wars. Alles dunkel hier. Was soll mir das hier sagen? Dass es langsam ernst wird oder was? Vor allen Dingen alles irgendwie von der Organisation, die Farben, halt, ich weiß, ne? Wow, Laserstrahlen. Holy moly, Macaroni! Da wird's nochmal richtig knackig hier, ich merke es schon. Ja, natürlich. Jetzt gleich noch den Todesstern hineinfliegen, ne? Ja, super, was ist das hier? Das sieht ja voll wie Star Wars aus hier. Goddammit! Na gut. Unser Gummijet, Hyrule Level 8, der hält schon was aus, das muss man ihn lassen. Wir lassen uns oft treffen, aber wir können gut was einstecken und heilen tun wir uns ja auch mit den grünen Bällen, Quadraten, whatever. Okay, ich glaube diese ganzen Gebäude zunächst mal, ja, da hat man es gesehen, kann man tatsächlich zerstören, wenn man oft genug trifft. Oder wenn man einen mega starken Gummijet hat, kann es alles zerstören hier, was man sieht. Diese ganzen Dinger, kann man alles kaputt machen. Habe ich aber nicht vor. Ah, reicht unser Equipment auch nicht für. Und ich habe echt keinen Bock, irgendwie einen Gummijet zu bauen, so richtig krassen. Es ist nicht meins. Können sich die Minecraft-Freunde dran austoben? Ja, das ist der Prototyp von Minecraft hier, die ganzen Gummijets, ne? Oh, der Arsch wieder, der einen so festhält. Boah, die mag ich ja gar nicht. Hier kommen echt alle Gegner auch mal vor. Jetzt fehlt nur der Reifen oder dieser ganz komische Hunter da. Ich glaube, der heißt Hunter und dann der Endboss ist der Final Hunter. Ach, das sind die Barrieren, wo ich im Lösungsbuch von gelesen habe. Da habe ich wieder informiert. Weil ich glaube, bei Twilight Town wird es ein bisschen komplizierter. Deswegen. Wow, ist das schwer. Das ist echt der Todesstern. Wenn das daran nicht angelehnt ist, dann weiß ich es nicht. Aber ich könnte schon mal wieder was zum Heilen brauchen, ne? Fände ich schon ganz nett für euch. Nochmal so, als Randnotiz. Im Ernst soll das. Boah, wie schnell man da reagieren muss. Goddammit. Immer auf diese Kristalldinger. Kristallschalter wie in The Legend of Zelda. Wow, Achtung. Wow! Von hinten werden wir unter Beschuss genommen. Das gibt's so nicht. Ah, komm her. Echt wie der Tonstern. Immer dieses Schalter hier aktivieren. Und da unten. Oh, das war knapp. Ah, ich komme da nicht mit klar. Das geht sehr schnell manchmal. Das macht schon ganz schön viel Schaden, wenn man da nicht rechtzeitig reagiert. Oh Gott. Schwer, schwer, schwer. Eine riesige Energiekugel. Müssen wir die zerstören? Oh, das war gut. Das hat uns richtig geheilt. Mehr Gegner von denen. Danke. Die gefallen mir.
mich so nett wieder heilen hier. Ja, wieder fast volles Leben hier. Ja, die sind cool. Diese pinken. Diese Girls. Raumschiff-Girlies. Oh mein Gott. Ja, diese ganzen Typen mit den Schutzschilden, die mochte ich noch nie. Was soll das? Ein riesiger Energiekristall. Wie im Finale der Magier-Gilde mal. War das Skyrim oder Oblivion? Eins von beiden. Muss man so einen riesigen Kristall zerstören. Ich glaube, Skyrim war das Finale von der Magier-Gilde. Ja, war auch Skyrim. Erinnert mich da gerade dran. Wow, wow, wow. Das wird ja jetzt kein Kamehameha, ne? Kamehameha. Oh Gott. Ist noch schlimmer als der Todesstern hier. Oh mein Gott. Ah, oh, wir haben es geschafft. Kein Final Hunter? Dann kam der in eine Mission Typ 2 oder so, die werde ich mal nicht machen. Ich glaube, das ist das gleiche Level dann nochmal, nur ein bisschen schwerer. Da kam dann der Boss, Final Hunter heißt der. Ist so wie dieser weiße Hunter, der einen so festhalten kann, nur in Rot und noch viel stärker. Ja. Warum weiß ich das? Weil eine Abbildung bei dem im Lösungsbuch ist. Mhm. Okay. Also so interessant, ne? Wieso mussten wir jetzt hier wieder in die Route abfliegen, damit wir wieder zurückkommen? Ja. Empfohlen ist Level 47, ziemlich nie, ich dachte 50. Naja, sind wir ein bisschen overleveled. Was heißt overleveled? Ein einziges Level. Oh mein Gott. Ach so, übrigens, Heldenform Level 5, Meisterform Level 5, Waisenform nur Level 2. Die kann man schwer leveln zu diesem Zeitpunkt noch. Müssen wir erst ins Finale. Ich wollte ja nicht noch höher leveln. Gut, jetzt sind wir ja gleich da. Hä? Na, sind wir etwa nicht wegen des Fotos hier? Hier, seht ihr? Ja, Tushi hat recht. Dann suchen wir dieses Herrenhaus. Auf geht's. Ja. Also auf zum Herrenhaus. Oh, oh. Ja, gingen ja schon immer merkwürdige Dinge ab. Mal schauen, was sich da geändert hat. Verändert hat. Ja, Twilight Town werde ich nochmal offscreen, also in Bonuspart, unter die Lupe nehmen, weil jetzt sind hier nochmal richtig viele Truhen aufgetaucht. Die Schätze wollen wir uns natürlich alle unter den Nagel reißen. Aber das mache ich in den Bonuspart. Da werde ich jede Welt nochmal abklappen. Ach so, ja, genau. Heldenform Level 5. Wir können sehr hoch springen. Meisterform Level 3. Wir können einmal so einen Sprung machen. Meisterform Level 5. Wir können richtig weit so einen Sprung machen. Ja. Naja, sind so ein paar Features. Kann ich euch mal zeigen. Abilities. Moment, das sind die steigbaren Abilities. Sportsprint und Luftsprung. Er braucht allerdings 3 AP. Wenn wir die weiße Form Level 3 hätten, würden wir noch so einen Sprint kriegen. Das werde ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Das werden wir wohl oder übel noch irgendwann im Let's Play erleben. Ich muss die Form sowieso auf Level 7 irgendwann machen. Es geht auch noch bis Level 7. Aber dafür müssen wir noch die vierte Form haben. Und die erscheint erst ab der letzten Welt und dann zufällig. Ist noch nicht mal gesagt, dass wir die dann bekommen. Aber irgendwann werde ich die auf jeden Fall kriegen müssen. Weil ich muss alle Formen und Freunde Level 7 haben, um den letzten Cup freizuspielen bei Olymp. Na, da hat er sich informiert. Ja, das wäre ich ohne das Lösungsbuch, ne? Wobei, bei King Hearts 1 war es noch wichtiger. Wow, jetzt tauchen hier niemand auf. Was ist denn hier los? Ein Dragon hier. Oh, scheiße. Immerhin halten wir viel mehr jetzt aus. I liked it. Geistesblitz. What? Achso, das war der Angriff, ja. Das erinnert mich so an den Xaldin-Fight. Ja, stimmt. Das ist ja auch Geistesblitz, ne? Also sie sieht man genau wie Xaldin, nur sie sind nicht andersatzweise so stark. Und take that. Ach, die sind auch nervig. Ja, 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 Xaldin war schon der schwerste Kampf bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so viele Items, die ich da geused habe, das war nicht mehr förderlich. Naja. Da geht es zur Fragezeichen. Ernsthaft? Und da geht es zur Einkaufspromenade. Wollen wir mal zu Fragezeichen? Hä? War das damals immer zu? Oder hab ich's einfach nicht gesehen? Das Tunnelsystem ist jetzt offen. Wie es mir scheint. Aber was sollen wir denn hier? Was sollen wir denn hier?
Wir sollen doch zum Herrenhaus. Also, was soll der Scheiß? Ich will mich hier nicht aufhalten. Das Tunnelsystem werden wir noch unter die Lupe nehmen. Hier sind bestimmt neue Items. Oder muss ich hier lang? Oh, ich bin planlos! Scheiße. Ich lasse es jetzt erstmal außer Acht. Wie gesagt, Freunde, ich zeige euch alle Schätze. Also, das wird schon 100%. Aber ich möchte jetzt erst zum Herrenhaus. Geht doch irgendwas vor sich. Ja, das ist richtig. Jetzt kommt schon ein Film. Oder auch nicht. Und wieso tauchen hier mal niemand auf? Die ganze Stadt ist leer. Mensch. Sind die alle im Exil? Feiern die eine Party ohne Sora und seine Freunde? Oh goddammit. So was Fieses. Hätte wenigstens eine Karte schreiben können. Eine Einladungskarte oder so. Naja. Ja, die Samurais. Die haben wir nur einmal, glaube ich, gesehen. Das war ganz am Anfang des Spiels. Wo wir das Tor beschützen mussten, in Hollow Bastion. Kamen die nicht teilweise. Hintere Gasse. Ja, wenn ich jetzt mal wieder wüsste, wie es zum Herrenhaus geht, ne? Ja, ich ignoriere jetzt mal ein paar Niemande. Kein Bock, gegen alle zu kämpfen. Wir sind sowieso overleveled. Deswegen kann ich jetzt mal ruhig welche ignorieren. Ich glaube, hier sind wir richtig. Die möchte ich schon jetzt bekämpfen. Und zack, was ist das denn für einer? Ach so, also ein Tänzer. Okay. Die können schon fies sein. Ich mag die gar nicht. Sind so unberechenbar. Komische Moves drauf. Donald Level 49, Maximum AP gestiegen. Geil. Okay. Wenn man direkt mal hier wieder umskillen. MP hast 3. Das ist natürlich mega geil. Das könnte er gebrauchen, das könnte er gebrauchen. Phantasia. Ja, nee. Phantasia brauchen wir nicht. Da nehme ich schon lieber MP Hastra. Denn damit regeneriert sich seine Magie schnell wieder. Wie oft sehen wir, dass der Stoll keine Magie mehr hat? Auch jetzt schon wieder obligatorisch. Er hat wieder keine Magie mehr und jetzt regeneriert sich das halt schneller wieder. Das ist gut. Das ist genau das Richtige. That's what he needs. Und zack. Das gefällt mir auch deutlich besser jetzt hier. Unser Level. So macht das doch viel mehr Spaß. Jetzt gehen die Kämpfe nicht ein bisschen schneller. Ich denke, so ist es auch im Sinne des Erfinders. Dann steht ja hier Level 47. Wir sind 48. Mein Gott. Wegen einem Level braucht man sich jetzt hier nicht anstellen. Ich wusste es ehrlich gesagt nie, ich wollte sogar bis Level 50 leveln, aber hatte ich irgendwie nicht mehr die Zeit zu gefunden. Und ist auch gut so, wie wir hier sehen. So, wir müssen ja im Wald, um zum Herrenhaus zu gelangen. Und da hinten sehe ich schon den Eingang. Wir sind richtig. Wäre da das Tunnelsystem gewesen und wären wir dann doch da rausgekommen? Checken wir mal kurz aus. Nee, das ist, glaube ich, der Turnierplatz oder so. Wir müssen schnell zum Herrenhaus. Immer mit der Ruhe. Es eilt ja nicht. Wenn der Kairi jetzt vergewaltigt werden würde, dann könnte ich die Eile verstehen, aber so nicht. Zwielichtsplitter. Brauchen wir das nicht für irgend so ein spezielles Item? Naja, man nimmt, was man kriegen kann. Oh, können wir jetzt nicht sogar auf das Haus rauf? Mit der neuen Ability? Ich glaube schon. Reißen wir uns wenigstens diese Schatztruhe schon mal an den Nagel. Das ging ja damals noch nicht. Nämlich die ganze Zeit gefragt, wie kommt man da hoch? Ich glaube, man hätte mit so einem Fahrzeug, war damals nicht so ein Zug, der hier mal rumfuhr. Da hätte man drauf springen können und dann von dem Zug aufs Dach. Ich denke, sowas gedacht. Mit unseren steigbaren Abilities von Helden und Meisterform sollten wir es auch so schaffen. Und tschüss! Mein lieber Tänzer. Er ist auch so ein kleiner Möchtegern-Tänzer hier. Und nimm das! Tschüss! Ja, er kann sich festhalten. Tatsächlich. Und so geht's natürlich locker flockig. Und hier befindet sich eine Biltomin. Schön. Schön, 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 schön. Hätte man da noch sonst irgendwie anders drauf können? Ja, von hier. Lol. Oho! Oho! Ne, Spaß zählt. Naja. Das war's nicht wert. Das war's nicht wert. Gut, ich werde jetzt über diese Dämmerlinge ignorieren. Vor allen Dingen, weil die kaum Erfahrungspunkte geben. Die ersten Niemande. Natürlich haben die jetzt auch ein höheres Level. Somit ein bisschen stärker, aber keine Bedrohung. Stellungsspiel. Oh, hier gibt es jetzt auch Schatzsuchen. Ernsthaft?
Habe ich die damals einfach nicht gefunden? Oder gab es damals gar keinen hier? Doch, mit Rockstars gab es doch hier welche, oder? Ah! Scharfschützen, ich hasse Schützen. In Dynasty Warriors. Ja auch. Und in Donkey Kong Country Tropical Freeze hasse ich auch die Bogenschützen. Ich hasse immer die Bogenschützen und Armbrustschützen. Das sind alles solche Säcke. Und hier drin befindet sich eine Potion. Das muss damals schon vorhanden gewesen sein. Ich meine, what the fuck. Man findet auch in diesem Zeitpunkt des Spiels keine einfache Potion mehr. Wenn dann High Potion oder Elixier oder sonstiges. Äther. Und tschüss. Gut. Und noch was unnötig? Ne, High Potion. Ja, seht ihr. Warum denn Potion, wenn es auch so geht, ne? Und noch ein Warp-Konter. Ne, wir haben ihn so erwischt. Und tschüss. Ja, am besten, man schaltet erst die Schützen aus. So ist es bei Dynasty Warriors. Und auch bei Kingdom 2. Der Tipp vom Dynasty Warriors Meister. Man lernt was in Dynasty Warriors. Besiege erst immer die fairen Kämpfer. Das war, glaube ich, in jedem Spiel so, oder? Ich spiele hier keinen Shooter oder so. Aber auch bei den Shooter-Spielen, denke ich mal, sollte man auch erst die Snipers ausschalten, ne? Die Camper. Macht ja schon Sinn. Wenn sonst aus der Ferne immer beballert wird. Ja, ich denke, das ist überall so. Und tschüss! Wieso ein Tschüss? Und tschüss, du leere Lebensleiste. Du bist jetzt wieder eine volle Lebensleiste. So ungefähr. Ja, da sind wir jetzt endlich beim Herrenhaus. Was passiert nun? Ich meine, wir haben ein Foto und jetzt sind wir hier. Toll. Schön. Der Roxas kommt aber nicht. Alle tot. Hey, alles in Ordnung? Oder was ist passiert? Wir haben hier nach Kairi gesucht, aber dann griffen uns diese weißen Gestalten an. Ja, das hättet ihr doch gar nicht tun müssen. Und ob wir das mussten? Einem Freund in Not muss man doch helfen. Du hast recht. Stimmt. Kairi ist jetzt auch eure Freundin. Es heißt, in dem Haus hier würden seltsame Zeitgenossen ein- und ausgehen. Wir dachten, es könnte sowas wie ein Tor in ein anderes Twilight Town sein. Ein anderes Twilight Town? Was meinst du damit? Hey, Goofy, könnten wir vielleicht mal deinen Kristall sehen? Den Beutel habe ich selbst gemacht und ich habe ihn noch. Davon dürfte es also keine zwei geben. Und das ist die Trophäe, die Cypher Sora gegeben hat. Ihr habt sie liegen lassen, wisst ihr noch? Sie ist einzigartig. Genau wie die Kristalle. Rot, gelb, grün, blau. Nur einer pro Farbe. Aber ihr habt euren eigenen. Also, woher habt ihr die Sachen? Den Beutel hat uns der König gegeben. Darin waren Geld für den Zug sowie der blaue Kristall. Aber woher hat dann der König die Sachen? Eben. Es muss noch eine andere Stadt wie diese geben. Das würde auch erklären, woher der König Beutel und Kristall hat. Dann ergibt alles Sinn. Tut es das? Alles, was uns hier abgeht, muss es dorthin verschlagen haben. Auch Kairi. Na klar. Doch, jetzt beschützen wir erstmal unsere Freundin. Ja, das ist dran, ne? Ein anderes Twilight Town. Ist das etwa die Welt von Organisation 13? Oh, Mickey hilft uns. Cool. Okay. Let's fight! Solange es nur die Dämmerlinge sind und nicht irgendwelche Dragonier, ist mir egal. Tatsächlich. Und wir haben Mickey noch zum Support. Mickey ist ja nicht unbedingt der Stärkste, wie beim Kampf bei Xaldin gesehen haben. Da haben wir selbst Mickey gespielt. Nachdem Sora merkwürdigerweise verstarb, kam Mickey dann. und hat ihm wieder geholfen. Aber mit Mickey konnten wir echt sehr wenig erreichen gegen Xaldin. Mickey war schnell besiegt. Also, große Hilfe wird Mickey hier nicht sein. Wobei, es geht. Es geht. Meistens Schaden haben wir allerdings. Weil wir jetzt endlich mal schön gelevelt sind. Ist das nicht herrlich? Was ist das denn für einer? Das sind diese Beine. Die können sich zu einer Fledermaus machen. Das geht's doch gar nicht. Aber die Gegner sind echt einfach.
Und noch ein Samurai. Wo sind die Scharfschütze? Wo sind die Berserker? Wo sind die Dragonier? Ich will das jetzt hier zwar nicht hier rauf beschwören, aber trotzdem. Wo sind sie? Ja, wo sind sie denn? Und take that. Okay. Na, kommen sie jetzt noch? Ne, sind immer noch die Samurais. Wisst ihr was? Ich mach gleich einen. Ne, ich mach keine Form. Ich denke mal, die sind schwach genug. Wir kriegen auch ohne Drive-Energie weg. Ist doch billig. Ja, seht ihr. Maximal HP gestiegen. Und Donald bekommt den Glücksboost. Das ist mal besser, wenn man Drop-Chancen auf Items hat. Für Donald nicht empfehlenswert. Freunde. Ich weiß, wo Anthem steckt. Anthem der Weise. Der echte Anthem. Er hat sich in die Festung der Organisation 13 eingeschlichen. Und wir wissen jetzt, wo Kairi ist. Ich bin mir sicher, wir irren uns nicht. Warum seid ihr eigentlich hergekommen? Jemand hat uns einen Hinweis gegeben. Und wer? Sora glaubt, es könnte Riku gewesen sein, Eure Majestät. Das war nur so ein Gefühl. Wenn du das glaubst, dann trügt dich dein Gefühl wohl auch nicht. Heißt das, Riku geht es gut? Wenn dir das dein Gefühl sagt? Ich habe lange genug gewartet. Sagt mir, was ihr wisst. Das darf ich aber nicht sagen. Aber warum nicht, Eure Majestät? Ich muss mein Versprechen einhalten. Ihr habt Riku etwas versprochen? Dann geht es ihm gut und ich kann ihn wiedersehen. Hä? Wer ist Riku? Mein bester Freund. Alles klar. Eure Majestät, ihr habt den Beutel mit dem Kristall von Riku bekommen, stimmt's? Und ihr habt ihm versprochen, nichts zu sagen, oder? Was soll ich dazu sagen? Schluss jetzt! Genau, gehen wir. Kairi, Riku, wir kommen. Und der Himmel verdunkelt sich. Ah ja, die Atmosphäre wird auf jeden Fall jetzt krasser. Okay. Ich bin sicher, man kommt durch das Geisterhaus in das andere Twilight Town. Sagen wir noch Geisterhaus. Olette, was geht? Dann nichts wie rein. Dieser Ort hält bestimmt ein Geheimnis für uns bereit. Ach, die glauben immer noch an diese Mythen, oder was? Ha, lächerlich. Wisst ihr noch? Das erste Mal, wo wir Sora gespielt hatten. Direkt an diesen Ort. Oh mein Gott, ein Déjà-vu. Das Geisterhaus macht mir Angst. Da sind doch bestimmt irgendwelche Monster drin. Kein Problem. Gleich nicht mehr, wenn ich mit ihm fertig werde. Riku wird ganz schön böse auf mich sein. Aber wir müssen uns jetzt erstmal beeilen und das Herrenhaus durchsuchen. Diese Mickey-Stimme, die geht gar nicht. Frei sein, ernsthaft? Wir waren doch hier schon mal. Andere würden jetzt hier einen Cut setzen. Ich gehe jetzt trotzdem rein und erkunde das Herrenhaus. Ist mir jetzt egal. Hier muss doch euer Computer sein. Ein Computer? Denkt ihr, der mit diesen anderen Twilight-Town verbunden ist? Könnte gut sein. Und von dort aus sollte es einen Weg ins Reich der Dunkelheit geben. Die Mickey-Stimme. Das gibt's so nicht. Riku hat euch das gesagt, oder? Bitte, Sora. Ich habe es versprochen. Aha, ich wusste es. Sora, hör schon auf, den König so in Bedrängnis zu bringen. Na, du hast recht, tut mir leid. First World Problems. Okay, ist doch wohl nichts los an Geeknern, wie es hier scheint. In diesem Herrenhaus müsste irgendwo Computer sein, der in die andere Welt führt. Wir müssen nur aufmerksam danach suchen. Okay, die Skulptur des Schlosses ist beschädigt. Aha, Metrikristall. Ja, sind ja alles neue Truhen erschienen. Was mit der alten, wenn man die damals nicht gefunden hätte mit Roxas? Wären sie jetzt weg gewesen und man hätte nie wieder die Möglichkeit, diese Sachen da drin zu bekommen, oder was ist los? Ja, finde ich echt schon krass. Ja, ich habe damals echt alles gefunden. In jeden Gang abgeklappert. Okay, machen wir das gleiche nochmal. Und diesmal mit Sora. Natürlich kommen hier auch Gegner. Die Spieler von Luxord! Erinnert ihr euch noch an Port Royal, wo wir diese schnell wie möglich besiegen mussten? Jetzt kommen die ganzen. Niemande von der ganzen Welt nochmal. Also jeder von der Organisation 13 hat irgendwie seine Lieblingsniemande, kann man sagen. Und das sind die Lieblingsniemande von Luxord gewesen.
Ist also jetzt so ein Glücksspiel-Freak. Deswegen auch hier diese Spieler mit den Würfeln. Was ist hier denn? Nur eine gewaltige Kraft kann es zerstört haben. Ja, ja, irgendwelche dunklen Mächte war es, die Organisation 13. Mehr gibt's hier. Ah, doch, da hinten gibt's. Ah, ist aber verschüttet. Da können wir nicht rein. Die Tür ist blockiert, kann nicht geöffnet werden. Seht ihr? Jetzt ist nur die Frage: Wo ging es einmal in diesen speziellen Raum? Damit nicht erstmal alles andere absuchen. Ich glaube, wir schauen jetzt erst uns hier um. Elixier, geil. Sehr geiles Item. Ich glaube, erstmal hier gucken. Dann den anderen Weg. Genau, das war nicht das weiße Zimmer. Möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Ich glaube, liebe Freunde, wir beenden an dieser Stelle. Ich weiß, jetzt haben wir es nicht mehr ganz durchgekriegt, aber es wird so spannend. Denn wir gehen natürlich in den Keller, wo wir damals gegen Axel gekämpft haben. Da war ja ein Computer. Und was da nun abgehen wird, Freunde, und wie wir in diese andere Welt kommen, ins andere Twilight Town. Das werden wir im nächsten Part erfahren. Ja, ich weiß, Freunde, der Part war sehr zäh, ist nicht allzu viel passiert. Hauptsächlich nur Kämpfe gegen niemanden, aber ich hoffe, euch hat der Gummijet-Abschnitt gefallen. Den fand ich nicht sehr epic. Wie bei Star Wars mit dem Todesstern. Ja, ja, solche Parts muss es auch geben. Dafür geht es im nächsten wieder richtig ab. Wobei ich sagen muss, ich werde zum schnellsten Zeitpunkt die letzte Welt wieder verlassen. Dann werde ich alles nachholen, was wir vergessen haben. Struggle-Turnier. Und die Schatztruhen. Na, Freunde. Jetzt erstmal Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, ciao. Und dann fürs Anschauen. Mach's gut, rein.